Moin! Jo, ja, mal wieder ein Video zu einem Kaiser-Modell, beziehungsweise zu der Firma Tangram. Ja, das Tangram Orion-Modell haben wir hier. Tangram, eine Messermarke, die es noch nicht allzu lang am Markt gibt, bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht so seit einem halben Jahr, plus minus ein paar Monate. Jo, gehört zur Kaiser-Familie, zur Kaiser-Knives, Kaiser produziert diese Modelle, sind dadurch recht hochwertig produziert, preislich finden die sich im, ja, im Budget-Bereich wieder. Trotzdem sehr anständige Qualität, gehen wir aber gleich noch drauf ein. Vorab erstmal ein dickes Dankeschön an Kaiser Knives raus. Kaiser hatte mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, ein paar Messer vorzustellen. Und ja, da habe ich gerne zugesagt. Dieses Messer und auch ein paar andere wurden mir also von Kaiser Knives kostenlos zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Jo, das Tangram Orion. Jo, ein paar Bilder habt ihr ja auch schon gesehen. Rasantes Teil, Dirk Pinkerton Design. Dirk Pinkerton habe ich nicht wirklich auf dem Schirm. Ich meine mich erinnern zu können, dass der schon Designs für Kaiser Knives selbst gemacht hat. Ich meine aber auch, das waren eher größere, klobigere Modelle, aber da kann ich auch völlig, völlig verkehrt liegen. Ja, ist nicht wirklich der Designer, den ich so verfolge und auf dem Schirm habe, aber das sei erwähnt, Dirk Pinkerton Design. Die Messer kommen in dieser wirklich wunderbar gelungenen Tangram Box, gold beschichtet hier oben, ansonsten alles Pappe, kannst du ausziehen und hier unten mit einer kleinen Schnur, das finde ich ganz, ganz schön gelöst. Ja, fixiert man das und dann klappt man das einfach auf. Kleines Kaiser bzw. Tangram Mikrofasertuch ist noch dabei und die Aussparung fürs Messer. Mal eine andere Art der Präsentation. Ja, doch so gut wie alles Pappe, kommt aber dennoch ja, irgendwie edel daher. Klasse gemacht. Das gibt schon mal einen Daumen hoch von mir. Wirklich cool. Jo, das Orion von Tangram wird in China produziert. Bei den technischen Daten haben wir ungefähr 18,5 cm Gesamtlänge. 8 cm fallen davon auf die Klinge. Davon sind auch 8 cm effektiv, 8 cm effektiv scharf. Wir haben eine schön dünne Klinge, finde ich natürlich perfekt für so ein EDC-Messer. Wir haben 2,8 mm Klingenstärke. Ein außergewöhnliches Jimping, das seitlich angefasst wurde und noch einen Mittelsteg hat. Ja, das ist durchaus interessant, ist ein optischer Blickfang, ist sehr sauber gelöst, sehr sauber gearbeitet und bietet auch durchaus ein bisschen Traktion, ein bisschen Grip. Nicht super effektiv, aber durchaus brauchbar. Nicht schlecht gemacht. Wir haben einen Stonewash-Finish. Eine sehr interessante, rasante Klinge, wie ich finde. Wir haben einen Flachschliff, der sehr weit nach oben gezogen wurde. Und wir haben relativ wenig Material hinter der Phase. 0,54 mm habe ich da gemessen. Durchaus schneidfreudig, also dieses Messerchen. Das gefiel mir alles ganz gut. Beim Stahl haben wir den japanischen Akuto 440, meine ich, oder Akuto Plus. Bin mir da nicht sicher. Ich kann euch über den Stahl nicht viel sagen. Ich weiß, ich hatte den schon mal bei CRKT-Modellen, wenn das denn derselbige ist. Aber ich glaube, verbessert mich da bitte. Es gibt ja Stahljungs, die haben da mehr Ahnung von. Bitte mal unten Feedback hinterlassen, ob der Akuto Plus und der Akuto 440, dieser japanische Stahl, ob das dieselbigen sind. Wie gesagt, ich hatte schon Modelle von CRKT. Der war in Ordnung. Ich erinnere mich daran, dass die wunderbar scharf waren, die Messer. Ebenso hier, sehr scharf, ab Werk. Was ich gelesen habe, kurz aufgeschnappt habe, wohl vergleichbar mit 440C, könnte ich jetzt nach meinen Erfahrungen damals nicht ganz so bestätigen. Rostträge auf jeden Fall, da gab es gar keine Probleme und man kann ihn sehr fein ausschleifen.
Die Schärfe ab Werk, Quatsch, die Standzeit an sich aber, die empfand ich nur als so lala. Da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass der ähnlich zum 8CR 13 MOV bzw. 8CR 14 MOV war. Aber für so einen günstigen Stahl völlig okay. Dann haben wir Kugellager verbaut. Klinge läuft also auf dem Kugellager bei diesem Modell. Wir haben gegroovte schwarze G10 Griffschalen. Ich glaube, da gibt es noch andere Farben von diesem Modell. Müsst ihr mal auschecken. Aber ich meine, ich habe noch ein anderes Modell gesehen. Wir haben für alle Freunde, die Wert darauf legen, dass man einen Clip umsetzen kann, wir haben vierfach versetzbare Position des Gürtelclips. Wir haben einen Linerlock-Verschluss. Der steht recht früh, aber dennoch ganz sicher drauf. Da gab es keinerlei Probleme. Ist auch recht stark dimensioniert für die Größe des Messerchens mit 1,5 mm. Jo, und preislich liegt das Modell hier in Deutschland, was ich so gesehen habe, bei ungefähr 35 Euro. Zum Beispiel bei Amazon, da hatte ich es zuletzt für diesen Preis gesehen. Ich versuche dran zu denken, Bezug mit in die Videobeschreibung zu packen. Pro, was mir gut gefällt, durchaus die coole Optik. Das ist ein Pinkerton-Design, das mir gefällt. Technisch ist es sehr sauber eingestellt. Absolut kein Klingenspiel. Steht bombenfest, die Klinge. Wie gesagt, der Verschluss sauber eingestellt. Auch das gut gelöst. Sehr cleane Klinge. Hier das Tangram-Logo. Das wie zum Kaiser-Logo. Schön gestaltet wurde, modern gestaltet wurde, gefällt mir gut. Kleiner Tangram-Schriftzug und auf der anderen Seite der Name Orion gemarkt, noch ein Zeichen und hier unten ganz, ganz fein noch gemarkt. Stahl und die Nummer des Messers, die Modellnummer. Das gefällt mir echt gut. Ich mag es halt, wenn Klingen eher clean sind. Ich kann verstehen, dass manche Leute nicht Klingen mögen, wo gar nichts draufsteht. Das liebe ich ja. Aber wenn, dann möglichst so. Clean, wenig, alle Infos drauf, aber halt dezent angebracht. Am besten noch versteckt. Das finde ich dann wirklich am besten, wenn eine Beschriftung da ist. Jo, Schärfe ab Werk war sehr gut. Jimping, optischer Hingucker, das erwähnte ich ja schon. Funktion auch okay. Insgesamt ein stabiler Aufbau durch die Verschraubung. Was ich cool finde, ist mir vielleicht eine Schraube zu viel. Bin mir nicht sicher, ob die hier vorne Not getan hätte oder die in der Mitte. Aber okay, wie gesagt, dadurch stabiler Aufbau. Finish ist nicht super, aber ist sehr anständig, gerade gemessen am Preis für die 35 Euro. Das passt schon alles. Das ist durchaus robust konstruiert. Und was ich toll finde, sowohl die Achsschraube wie auch die anderen Schrauben, um den Griffkorpus zu fixieren, zu stabilisieren, zu verschrauben, alles mit einem 8er Torx, top. So muss das sein. Finde ich richtig klasse. Die Klinge hat wirklich eine brauchbare Geometrie, Schneidgeometrie, absolut. Das ist sollte aber auch Standard sein, finde ich. Viel mehr als 0,5 bei solchen, in Anführungszeichen, kompakten Taschenmessern sollte man nicht an Material hinter der Faser haben. Da leidet, also ist natürlich Quatsch. Gibt auch Leute, die wollen mehr und ich nehme das zurück. Meiner Meinung nach, ne? Ich finde es einfach toll, wenn die Messer auch toll schneiden. Und stabil genug sind sie auch. Ich habe da keine Probleme. Gerade bei den modernen Stählen, die so Hightech-mäßig gehärtet werden und, da hat man doch wirklich seltenst Probleme. Klingenspitze, sehr pointy. Wie gesagt, sehr dünne Klinge, 2,8 mm und dann nach vorne hin super pointy. Also perfekt, um in Pappe einzustechen, in Blisterverpackung, um etwas zu öffnen. Na, Fokus. Dankeschön. Sehr pointy, sehr spitz. Nicht zum Hebeln im Holz, aber ansonsten absolut brauchbar. Und insgesamt einfach ein Top-Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit den 35 Euro kann man nicht meckern. Flipper-Öffnung, der sitzt ganz gut. Flipper selbst funktioniert auch anständig. Wie gesagt, Kugellager
Könnte durchaus besser laufen. Ist jetzt nicht der allerbeste Flipper, dafür, dass es ein Kugellager ist. Ist aber sehr anständig. Also ist schon ein Freefaller. Das funktioniert alles ganz anständig. Aber der Detent, der macht schon ordentlich Spannung. Der drückt dann ganz schön drauf auf den Starliner. Und daher, sobald der greift, sehr definiert der Lauf. Nicht ganz perfekter Klingenstand, aber sehr guter Klingenstand, all das wirklich, wirklich top. Da gibt es nicht viel zu meckern. Bohrung noch im Clip. Jo. Ja, das sind schon einige Pro-Sachen, wie ich finde. Gibt aber natürlich auch Schatten, Kontrapunkte. Na klar, das G10 durch die Grooves ist in der Hand mit Sicherheit manchen schon zu scharfkantig. Das gibt einfach wirklich, wirklich Menschen, die mögen das nicht. Und das ist durchaus zu spüren, diese Grooves, diese Wellen, diese Kanten hier. Das ist einigen zu scharfkantig, da bin ich mir sicher. Außerdem ist der Clip, der hat eine sehr hohe Spannung. Und der erstmal in die Hosentasche über den Saum zu führen, ist nicht ganz so easy. Das Ziehen ist nicht ganz so easy, da braucht man schon ein bisschen Energie. Jetzt halt vergleichsweise zu Clips, die wunderbar funktionieren, wie zum Beispiel so ein Clip vom Para 2. Das ist halt nicht ganz so doll. Ist schon sehr strapazierend für die Hosentasche. Müsste man sich überlegen, ob man den Clip nicht mal abschraubt und das ein bisschen mit ganz feinem Schleifpapier anpasst, ein bisschen abschleift. Dann dürfte das besser in der Hand liegen. Zwar ein bisschen weniger Grip haben, aber ja, der Clip dürfte dann einfacher funzen. Linerlock lässt sich nicht ganz so leicht erreichen. Der sitzt ziemlich tief. Dadurch natürlich eine sehr sichere Verriegelung, weil das Lösen, dass es mal aus Versehen passieren könnte, sehr unwahrscheinlich ist. Aber es sei erwähnt. Der sitzt recht tief, nicht ganz so leicht, da ranzukommen. Und der Stahl, halt nicht der schnitthaltigste. Ne? Das ist jetzt das, was ich so sagen kann. Hab das Messer ja nicht wirklich lang jetzt benutzt, einige Tage. Aber hat jetzt nicht mehr die super feine Rasurschärfe ab Werk, die sie hatte. Ist immer noch eine anständige Gebrauchsschärfe, aber diese Akuto ist halt jetzt nicht so schnitthaltig wie PM-Stiele zum Beispiel. Guti, nochmal ein kleiner Größenvergleich zum Victorinox Pharma Alox. Da ist das Orion ein bisschen länger. Dann haben wir ein Kershaw Chill. Da haben wir schon von der Länge sehr ähnliche Dimensionen. Das Orion minimal länger. Und nochmal das Real Steel E77. Das ist ein ganz, ganz bisschen länger, ein ganz, ganz bisschen bulliger. Und overall, wenn mich jetzt zum Beispiel einer fragen würde, welches bessere Messer ich denn eher empfehlen würde, besser finde, also dann würde ich das Real Steel empfehlen. Ich denke, vom Design gefällt dieses Pinkerton-Design den meisten wohl besser. Das ist ja hier beim Griff doch ein bisschen außergewöhnlich. Aber so als User generell finde ich das E77, gerade für den Preis, ist nochmal ein paar Euro günstiger als das Tangram hier. Echt spitze. Empfehlen könnte ich aber beide. Definitiv. Alles klar. Jo, das war das Kaiser Tangram Orion. Und wie immer verbleibe ich dann mit bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.